So vielleicht, genau. Also, heute etwas ganz anderes. Natürlich nicht etwas ganz anderes, wenn wir über kausale Modelle gesprochen haben und immer da so Pfeile hingemacht haben. Dann ist es nicht überraschend, dass in 97% aller Szenarien lineare Modelle, also Regressionen, multiple Regressionen, das Werkzeug der Wahl sind, mit dem man dann eigentlich diese Effekte, um die es da geht, schätzen möchte. Jetzt muss ich kurz hier mein Keynote nach vorne holen, dass ich auch sehe, was ich euch zeigen will. Genau. Wir verlassen jetzt also diesen Bereich der kausalen Modelle erstmal, lassen es mal hinter uns und machen Statistik. Aber der Trick ist natürlich, dass wir das trotzdem nie wieder ganz vergessen können, dass wir ab jetzt sehr viel vorsichtiger sind, hoffentlich, wenn es darum geht, kausale Regressionsgewichte irgendwie zu interpretieren. Und mit diesen ganzen 4 Wochen vorher sind wir jetzt quasi hier ein bisschen imprägniert oder geimpft gegen vorschnelle kausale Schlussfolgerungen. Heute also eine ganz neue Betrachtung, etwas dessen, wo ihr euch eigentlich, ich muss mein E-Mail ausmachen, sorry, wo man sich zurücklehnen kann, weil lineares Modell kennt ihr sozusagen. Also erstmal kommt jetzt eigentlich nicht viel Neues heute, wir fügen es nur ein bisschen anders zusammen. Und nochmal, ohne Beispiele. Sorry about that. Wer das, was ich heute in diesem Video, in dieser Vorlesung erzähle, noch ein bisschen vertiefen möchte, der kann, findet in dem Buch von Fox in Kapitel 5, wo so Least Squares nochmal eingeführt wird, Anhaltspunkte. Der am Schluss heute spreche ich über, oder einen Großteil der Vorlesung werde ich über eine geometrische Betrachtung der Regression sprechen. Die findet man in diesem kleinen, netten Buch von Wickens ganz schön beschrieben. Das sind sehr kurze Kapitel, muss man sagen. Und in diesem Buch hier von Tabachnik und Fidel, diese zwei Frauen haben also einen absoluten Schinken zu multivariater Statistik generell geschrieben, kann ich immer empfehlen, wenn man mal später auch nachgucken möchte, wie war das nochmal bei Faktorenanalyse, wie war das nochmal bei SEMs. Super Buch. Ich mag es vor allem deshalb, weil es einen Appendix hat, der heißt A Skimpy Introduction to Matrix Algebra. Wer also mit Vektoren und Matrizen, auch auf dem Niveau, was wir hier brauchen, wir brauchen ganz wenig davon, aber wer sagt, das möchte ich mal kurz von einem Profi lesen, der findet hier das auch, also für Anwenderinnen und Anwender nochmal erklärt. Das letzte Video hörte mit dieser Gleichung auf. Ups, Entschuldigung. Und zwar mit dieser, genau. Das war ein sogenanntes Regression Discontinuity Design. Irgendwas soll modelliert werden, wahrscheinlich war das die Paranoia, aus verschiedenen Termen, verschiedenen Variablen, einem Zeitpunkt, einer Maskenpflicht, ja, nein. Und dann, was ist das hier? Eine Art Interaktion des Ganzen. Und dann geht immer noch was schief. Und auf diesem Slide haben wir alle Zutaten eines linearen Modells. Wir haben verschiedene Variablen, deren, ich verwende bewusst mal das kausale Wort, deren Einfluss auf etwas Gemessenes wollen wir zusammen puzzeln, zusammen basteln. Und letztlich verwenden wir unseren ältesten und einzigen Trick in der Statistik, bisschen übertreibend, einziger Trick. Wir machen eine gewichtete Summe. Wir summieren Dinge, deshalb sind da Pluszeichen, aber wir summieren sie nicht einfach, sondern wir gewichten sie. Und zwar kriegt jede Einflussgröße ihr eigenes Gewicht. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wenn man möchte, wie ein Mischpult. Ja, wie viel Zeit muss ich da dazu mischen? Das ist dieses Beta. Wie viel Maskenpflicht muss ich da dazu mischen? Das ist dieses Lambda. Und wie viel der Interaktion dieser beiden muss ich da dazu mischen? Ebenfalls weit vorweggreifend seht ihr hier, wie man Interaktionen in lineare Modelle immer einfügen wird. Das ist nicht heute unser Thema, das schauen wir uns in ein, zwei Wochen mal an. Das sind im Prinzip, das können auch nonlineare Terme sogar werden im linearen Modell. Das ist also die Multiplikation von zwei Variablen. Seht ihr das? Da wird die Zeit mit der Maskenpflicht multipliziert. Und auch dieser Term kann ein Gewicht haben. Man könnte sagen, wenn wir uns einfach zurückerinnern an experimentelle Designs, an ANOVAs oder so, wenn wir sagen, wir haben einen Faktor, wir haben einen anderen Faktor und wir haben die Interaktion, dann kann man sich das hier vorstellen, wie das würde uns den Haupteffekt der einen Einflussvariable geben, das würde uns den Haupteffekt der anderen Einflussvariable geben und das würde uns die Interaktion geben.
Wenn es keine Interaktion gibt in einem Design, dann ist Delta eben 0. Und damit fällt dieser ganze Term raus. Das ist das lineare Modell in extrem verkürzter Form. Wir schreiben das ja dann oft einfach so. Wir sagen, modelliere etwas als, oder ja doch, modellieren ist glaube ich richtig hier, modelliere etwas Gemessenes in Y aus einer gewichteten Summe aller Variablen, die du als potenzielle Einflussgrößen betrachtest, die sogenannten Regressoren oder Prädiktoren. Und die müssen natürlich alle gewichtet werden. Das heißt, hier in diesem Beta verstecken sich sozusagen die Regler sozusagen. Wie weit ist es aufgedreht? Wie viel von welchem X kommt hier durch? Das muss nicht ein X sein. Heute geht es mal nur um einfache Regression. Also tatsächlich betrachten wir jetzt immer mal nur meistens ein X. Aber das ist gerade auf die Art, wie wir es heute betrachten, nämlich geometrisch und in Matrixalgebra, komplett egal, ob du ein X hast und einen sogenannten Intercept, also noch einen Y-Achsenabschnitt, oder ob du eher einen Y-Achsenabschnitt und 1, 2, 3, 4, 5 mögliche Einflussgrößen, Regressoren, Prädiktoren hier betrachtest. Das Entscheidende am linearen Modell ist, dass das lineare Modell, dieser Term X mal Beta, den nennen wir manchmal auch den linearen Prädiktor, dass der natürlich nie ganz allumfassend Y erklären wird, sondern da wird immer was übrig bleiben. Und diese Trennung, kann man auch sagen, in zwei Anteile, ein Modell einerseits und etwas, das dieses Modell nicht einfängt, was dann der Einfachheit halber einfach Epsilon heißt, Fehler. Dahinter können sich ganze komplexe Zusammenhänge nochmal verstecken, die modellieren wir hier aber nicht. Die werden einfach sozusagen in den Müll hier mal reingeräumt. Und dass die beiden additiv zusammen genau Y ergeben, das ist der Trick hier sozusagen. Hier habt ihr das nochmal auf einen Blick. Outcome, Response, man kann auch abhängige Variable oder auch einfach das zu Modellierende dazu sagen. Gerne und fast immer bezeichnet als Y. Das ist wirklich eine Konvention, da können wir uns drauf einigen. Haben wir ja auch jetzt in den kausalen Graphen immer gemacht. Wir haben immer Y sozusagen als das betrachtet, was wir erklären wollen. Das war also schon die gleiche Nomenklatur da dahinter. Dies X mal Beta, das lineare Modell mit der Grundidee einer gewichteten Summe und dann immer ein Fehler Epsilon, eine per Definition im Unbekannte Zufallsvariable. Und damit haben wir auch schon die erste super wichtige Zutat des linearen Modells. Dieser Fehler, den stellen wir uns als normal verteilt vor. Das ist einfach eine Annahme, die muss erstmal erfüllt sein. Die ist oft sehr, und also unsere Daten passen da oft nicht so gut dazu. Dann wissen wir schon, ja, okay, können wir alles machen, aber steht alles so ein bisschen unter Vorbehalt, wenn das verletzt ist. Deshalb ist das auch die eine Annahme, die ihr alle auch in eurer Bachelorarbeit schon irgendwie mehr oder weniger versucht habt zu überprüfen, implizit oder explizit, und euren Betreuerinnen auf den Keks gegangen seid mit, was soll ich denn machen, wenn das nicht normal verteilt ist? Hinter dieser ganzen, manchmal etwas reflexhaften Panik vor der Nicht-Normalverteilung steckt diese Annahme. Nämlich, auch ein T-Test ist ein lineares Modell, eine ANOVA erst recht, eine multiple Regression sowieso. Dahinter steckt die Annahme, wenn ich fertig bin mit dem Modellieren, dann muss das, was ich nicht modelliert habe, irgendwie normal verteilt sein, und zwar rund um 0. Genau, das ist die Annahme. Mit einer uns meistens nicht interessierenden Varianz Sigma squared. Also, dazu heute Folgendes. Wir schauen uns das alles nochmal an, wie viele von euch haben ja auch bei mir das studiert, kann also sagen, wie wir es auch im Grundstudium mal betrachtet haben. Wir schauen uns das lineare Modell als eine Art optimale Gerade an, die ich in eine Punktwolke hinein zimmere mit der sogenannten Methode der kleinsten Quadrate. Okay, fair enough. Das genau Gleiche kann ich aber erzielen und erreichen, indem ich eine sogenannte, letztlich eine Matrixmultiplikation durchführe. Das ist dann der Bereich der linearen Algebra. Der richtet sich hier so ein bisschen mehr vielleicht an, oder also die Tatsache, dass ich das hier überhaupt mache, richtet sich ein bisschen mehr an die Cognitive Systems Psychologinnen und Psychologen. Denn unser Ziel ist schon, vor allem euch, die Allmacht dieser linearen Algebra
näher zu bringen. Das hat sehr viel mit der Computational Psychology zu tun, das hat sehr viel mit Cognitive Neuroscience zu tun. Wer also neulich bei mir, oder nicht bei mir, sondern in der Veranstaltung von Frau Krämer, wo ich kurz zu Gast war, wer mich da sprechen hat, hören über sowas wie Neural Tracking und so, das ist alles im Prinzip solche lineare Algebra wie hier unter 2, die da verwendet wird. Und dann letztens noch, großes Thema heute, man kann die ganze Regression geometrisch verstehen. Das habe ich wahrscheinlich mir nicht verkneifen können, im Grundstudium mal zu erwähnen, aber hier möchte ich es ein bisschen ausführen. Und man kann dann, man sieht dann hoffentlich, wenn wir heute fertig sind, it's all the same. Und es sind eigentlich 3 Angebote. Man kann sich so oder so vorstellen und zusammen macht es ein bisschen mehr Sinn. Hoffe ich. Das ist ein Bild, was ihr kennt. Wir haben eine Variable x gemessen und wir wollen aus der eine andere gemessene Variable y vorhersagen. Ein lineares Modell ist in seiner einfachsten Form einfach, wie ich schon sagte, nicht einfach x, dann hätten wir ja eine 45-Grad-Linie, wenn wir y einfach als x vorhersagen würden. Das wäre eine Art Identity, das machen wir nicht, sondern wir sagen, naja, mehr oder weniger x nehmen wir. Das heißt, wir machen eine Gerade, ein ganz einfaches Modell. Das ist aber mehr oder weniger steil letztlich, also mehr oder weniger, die hat mehr oder weniger Steigung. Das ist hier in diesem b bezeichnet, so kennen wir es, glaube ich, auch aus der Schulmathematik. Und dann gibt es immer noch so einen konstanten Term, im Regressionssprech nennt man den Intercept, man könnte ihn aber auch genauso einfach nur Offset nennen. Das ist also sozusagen, mathematisch heißt es, also was ist los, wenn x 0 ist? Wo schneidet diese Gerade, die wir gerade als Modell finden wollen, wo schneidet die y-Achse? Y-Achsenabschnitt ist, glaube ich, auch das deutsche Wort, richtig. So, das wird mehr oder weniger hinhauen. Das heißt, für einen beobachteten Punkt, für eine Person, eine Beobachtung, eine Messung, das ist ja immer so ein Paar. Wir reden ja jetzt über ein bivariates Problem. Wir haben eine X-Messung und eine Y-Messung. Wir können also hier so einen Punkt einzeichnen, XI, YI. Und den treffen wir mehr oder weniger mit dieser Gerade. In diesem Fall würden wir sagen, den treffen wir gar nicht so irre gut. Wir machen einen Fehler. Aber damit haben wir schon alles, was wir überhaupt brauchen für ein lineares Modell. Nämlich wir haben ein lineares Modell. Das macht uns eine Vorhersage Y-Hut. Und zwar genau für dein X. Also wenn du eben 168 cm groß bist, dann sagt dir das Modell diesen Wert vorher. Der liegt also alle Y-Hut, das nur zur Erinnerung, liegen auf dieser Gerade. So, aber dein beobachteter Wert natürlich nicht. Also meist nicht und könnte auch mal auf der Gerade liegen, aber tut es eher nicht. Und dieser Fehler sozusagen, das ist das andere Wichtige, was wir brauchen. Wir haben das Modell und wir haben einen Fehler. Also, hier nochmal kurz eingezeichnet, die wichtigsten Zutaten. Offset, Intercept interessiert uns irre wenig üblicherweise, aber wir modellieren ihn mit und er kann natürlich bei der Interpretation der Werte auch eine Rolle spielen. Werden wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen, haben wir uns im Grundstudium relativ ausführlich mit beschäftigt. Hier, so in der Multivariatenstatistik, versucht man den oft loszuwerden. Der einfachste Trick, wie man das macht, ist, man arbeitet eigentlich fast nur noch mit zentrierten Variablen. Also alles, was auf dieser x-Seite ist, wird erstmal auf Mittelwert gleich 0 gesetzt. Das ist sowas, was heute auch nochmal auftaucht. Und schon muss man ein bisschen weniger über diesen Intercept reden oder man kann sagen, der Intercept spricht dann einfach dem Mittelwert von y. Also über den reden wir ganz, ganz wenig. Deshalb kriegt er jetzt am Anfang hier einmal einen Gastauftritt, aber dann tritt er in den Hintergrund. Viel, viel wichtiger natürlich, dieses b, das habt ihr hoffentlich noch so im Rückenmark, die Interpretation von einer Regressionssteigerung. Ja? Wenn x um eine Einheit zunimmt, um wie viel ändert sich dann mein prädizierter Wert? Das ist sozusagen dieses Mantra, was uns auch hier in der Multivariaten noch verfolgen wird. Und das bleibt übrigens auch gleich, völlig egal, was wir vorhersagen. Wir machen in 1, 2, 3 Wochen relativ verrückte Sachen, dass wir logistische Regressionen betrachten, dass wir letztlich die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass du irgendwie vielleicht eine Krankheit bekommst oder dass du irgendeine Merkmalsträgerin bist oder nicht. Und die Interpretation, dieser Interpretationssatz bleibt aber immer gleich. Die Frage ist natürlich nur, was ist die Einheit von x und was ist diese Einheit von y, die wir gerade vorhersagen. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, aber im Kern gilt es immer. So, und dann machen wir hier den Fehler. Das heißt, auf diesem Slide können wir jetzt schon mal unten, kommt eigentlich in mehreren Varianten, dieser Slide ist auch ein Versuch, das komplette lineare Modell in einem Slide darzustellen.
Ich kann mir das hier nochmal hinschreiben. Ich kann sagen, was habe ich gemacht? Y modelliert als lineares Modell, gewichtete Summe von x, plus irgendwas, was ich nicht erklären kann. Ein Fehler. Diesen Fehler, den schätze ich letztlich durch die in meinen Daten tatsächlich gemessenen Residuen, also diese E's. Für jeden Mensch gibt es ein Residuum und das ist meine beste Schätzung. Deshalb Epsilon Hut für den eigentlich unbekannten Fehler auf Populationsebene, denn auch auf Populationsebene ist die Welt keine Gerade sozusagen. Ja? Also alle Menschen streuen auch um ein idealitäres Modell herum. Das heißt, natürlich ist auch der Fehler, den man auf Populationsebene machen würde, ein unbekannter Parameter. Aber wir haben eine sehr, sehr starke Annahme, wie der sich zum linearen Modell verhalten soll. Nämlich, der soll rund um 0 mit einer fixen Varianz verteilt sein. Und damit komme ich auch schon zum zweiten wichtigen Punkt, hier ist es als drittes gelistet, zur sogenannten Homoskedastizität. Frage an euch, was ist Homoskedastizität? Also außer was da steht. Da steht ja auch was. Was ist in eurem Kopf? Ja, da oben. Die Residuen streuen gleich. Aber was heißt denn das? Also gleich, gleich. Wie kann ich das überprüfen? Grafisch? Mhm. Und wie würden Sie das plotten? Was machen Sie da? Also Residuen können wir uns vorstellen. Für jedes Y machen wir mehr oder weniger einen Fehler. Das heißt, wir kriegen für jedes Y auch ein Residuum. So. Wie kann ich jetzt überprüfen, ob diese Gleich-Homo-Streuung-Skedastizität gegeben ist? Was macht man da für Plots? Boxplots? Boxplot wäre cool, aber Boxplot ist cool für diese Annahme, nämlich der Normalverteiltheit bzw. der Linearität. Wenn Sie einen Boxplot machen, sehen Sie, was ist der Mittelwert meiner Residuen? Der sollte 0 sein oder fast 0. Numerisch kann das mal ein bisschen abweichen, aber eigentlich 0. Und ja, ob der normalverteilt ist, sehen Sie auch im Boxplot. Aber das Gleichverteilte haben wir jetzt noch nicht. Wie würden Sie es machen? Ein QQ-Plot? Auch gut, dann sehen Sie noch ein bisschen besser, dann, was Sie im Boxplot sehen, sehen Sie noch ein bisschen besser im QQ-Plot, weil Sie im QQ-Plot es gegen sozusagen das, was eine Normalverteilung vorgibt, sehen würden. Hilft Ihnen aber für mein Problem, unser Problem immer noch nicht. Dann darf die Dame, die es vorgeschlagen hat, oben nochmal. Was ist auf den zwei Achsen bei Ihnen? Die standardisierten Residuals, ja, Sie sehen irgendeinen Lehrbuchplot vor sich, ja, also die Residuals, sagen wir mal, ich will es nicht kompliziert machen, aber was ist auf der anderen Achse? Nein. Letzter Versuch, dann lösen wir es auf. Hatten Sie noch einen Vorschlag? Okay. Ich gebe auf. Beziehungsweise wir lösen auf. Hier seht ihr eine etwas ungewöhnliche Darstellung zugegeben, die aber deshalb gewählt wurde, um alles hier abzubilden. Also wenn ihr euch mal bitte hier die Ebene vorstellt, man könnte sagen die Tischplatte in dieser Abbildung, dann habt ihr einen typischen Scatterplot. Eure x-Werte gegen die y-Werte. Okay? Ihr habt das lineare Modell da auf diesem Tisch liegen als Gerade. Also hier wird sozusagen modelliert, der Erwartungswert für ein Y gegeben das X. Das heißt, was wir eigentlich ja machen im linearen Modell ist, wir sagen vorher, welchen Wert für Y wir erwarten würden, wenn wir dein X kennen. Also immer gegeben X. Ja? Was erwarten wir für dich, wenn du X1 hier hast? Was erwarten wir für dich, wenn du X4 hast, etwa X5? Was wir bisher nur besprochen haben und was ihr mit eurem Scatterplot und eurem QQ-Plot und eurem Boxplot euch angucken könnt, ist, ob alle Fehler, die ihr so macht, für alle Beobachtungen, und zwar unabhängig vom X, ob das insgesamt normal verteilt ist. Das habt ihr jetzt zu Genüge überprüft, auf verschiedene Arten, das könnt ihr offensichtlich. Was ihr überprüfen müsst, um Homoskedastizität zu testen, ist zu sagen, der Fehler, den ich mache, und in Worten haben sie es eigentlich gesagt, der darf nichts mit dem X zu tun haben, wo ich gerade bin. Also
Es muss, und das ist, deshalb mag ich den Graph oder deshalb zeige ich den gern, das ist aus dem Fox-Buch. Warum haben wir hier, warum macht er sich die Mühe, 5 so Normalverteilungen da rein zu plotten? Weil er uns sagen will, der Fehler ist immer gleich verteilt. Dieses Sigma, diese Streuung des Fehlers, das ist ja quasi sozusagen die Weite dieser gaußschen Kurven, die da ist, der ist immer gleich, egal wo du auf der x-Achse bist. Es hat einfach nichts mit x zu tun. Das heißt, für die Menschen, die kleine x-Werte haben, machen wir mit unserem Modell den gleichen Fehler, wir machen immer einen Fehler, aber den gleich großen Fehler, wie für Leute, die höhere Werte in x haben. Okay? Das ist die ganze Annahme, die hier dahinter steht. Etwas verkürzend wird... Ah, Mist. Entschuldigung. Ganz ruhig. So. Etwas verkürzend kann man sich das auch vorstellen. Ist nicht genau dasselbe, aber ich biete es trotzdem, ich traue mich das so zu sagen. In der Praxis heißt es sehr oft, und dieser Scatterplot, von dem Sie gesprochen haben, der zeigt es auch, erstmal wollen wir nämlich, dass dieser Fehler, wenn ich sage, nichts mit x zu tun hat, kann ich auch sagen, dass die Kovarianz zwischen meiner x-Ausprägung und meiner Residuumsausprägung oder meinem Fehler null ist, dass die nichts miteinander zu tun haben. Es ist nicht genau dasselbe wie Homoskedastizität, aber an einem dieser typischen Residualplots sehe ich das beides. Und für das hier sehen wir später auch noch, dass das sozusagen, also die Annahme, dass der Fehler nichts mit dem x zu tun hat, das ist super zentral für das lineare Modell. Ich habe ja eingangs schon gesagt, lineares Modell heißt x gewichten plus etwas anderes. Wenn die beiden irgendwie schon korreliert wären oder was miteinander zu tun hätten, würde das ganze lineare Modell ja irgendwie keinen Sinn machen. Ich will ja gerade sagen, was kann ich mit x vorhersagen und was kann ich eben nicht mit x vorhersagen. Die beiden großen Terme in unserem linearen Modell dürfen also nichts miteinander zu tun haben. So, das war jetzt also nur Wiederholung. Jetzt können wir sagen, etwas ganz anderes. Was mache ich da eigentlich, wenn ich eine Variable x mir in mein Excel-Sheet da reinschreibe und meine Variable y? Ich kann mir die eigentlich auch vorstellen als Vektoren zum Beispiel. Ich kann sagen, ich schreibe mir einfach meine ganzen x-Werte untereinander und ich fasse die auf wie ein Vektor. Ein Vektor ist ein interessantes Tierchen, weil den kann ich mir einfach vorstellen wie eine Sammlung von Zahlen. Der hat aber für uns auch aus der Schulmathematik heraus, und es nimmt es so ein bisschen vorweg, was dann noch als drittes kommt, der hat ja vor allem auch ist vor allem ein geometrisches Objekt. Ja, ein Vektor bringt mich, das ist wie eine Art Roadmap sozusagen. Ich bewege mich damit durch einen Raum. Wenn der Vektor 1, 4, minus 2 heißt, dann weiß ich, gehe auf der einen Achse 1, gehe auf der anderen 4 und gehe auf der dritten Dimension 2 runter. Vektor. Und entsprechend, was sind die Erweiterungen von Vektoren? Wenn Vektoren nicht nur sozusagen in eine Spalte passen oder in eine Zeile, sondern quasi mehrere Zeilen und mehrere Spalten haben, dann ist es eben die Erweiterung davon, nämlich eine Matrix. Wer hatte Matrixrechnung in der Schule? Ich prüfe euch nicht, keine Angst, aber einige. Genau. Ich komme aus Baden-Württemberg, die bilden sich irre viel ein auf ihr Abitur, aber früher konnte man dort Abitur machen ohne Matrixrechnung und ohne Stochastik. So einer bin ich, also das ist alles self-taught, weil es sozusagen in der Statistik nicht ohne geht. Ich habe euch auch hier extrem simple Beispiele mitgebracht, deshalb heißt es auch eine kriminell kurze Einführung in lineare Algebra. Versucht es wirklich auf einem Niveau zu halten, wo ich sage, das ist das, was eine klinische Psychologin darüber auch mal oder ein klinischer Psychologe mal gehört haben sollte. Zumindest, um dem Curriculum in der multivariaten Statistik folgen zu können. Farbwahl suboptimal, aber wir könnten sagen, das ist eine Matrix A, die hat 2 Zeilen und 3 Kolumnen. Ja? Ist also eine 2x3 Matrix. Das wäre ein sogenannter Row-Vector, dahingehend, dass er sich über die Zeilen erstreckt. Und das wäre ein Column-Vector, dahingehend, dass er sich über die Kolumnen erstreckt. Wie gesagt, ihr könnt ihn euch, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne geometrisch vorstellen, aber die geometrische Vorstellung vertagen wir noch mal kurz. Wenn ich 2 Matrizen habe, und wir können jetzt sehr gerne uns das schon vorstellen, warum reden wir über Matrizen gleich, was zum Beispiel immer eine Matrix sein wird, sind unsere Variablen x, die wir gleich haben werden. Wenn wir mehrere Rekursoren haben, die wir in x bündeln wollen, dann haben wir im Prinzip eine ganze Matrix. Dann wäre hier
dann hätte eine typische Matrix für x hätte so viele Zeilen, wie du Beobachtungen hast und so viele Spalten, wie du tatsächlich Regressoren x gerade in dein Modell einschließen möchtest. Also es könnte auch x, z, r, sonst was sein. Die kann ich alle zusammen in so eine Matrix schreiben. Wenn ich zwei Matrizen addieren will, ist es extrem simpel, oder auch subtrahieren will, total einfach, solange die gleich groß sind. Ja? Also das ist hier in diesem super einfachen Beispiel gezeigt. Diese Matrix, bestehend aus 3, 8, 4, 6 und 4, 0, 1, minus 9, kann ich sehr einfach addieren, indem ich einfach elementweise da durchgehe und jedes Element an einer bestimmten Position mit dem Element an derselben Position in der anderen Matrix addiere. So einfach, so schön. Ja, da kommt dann einfach 7, 8, 5 und hier 6 plus minus 9, also minus 3 raus. Okay, kann ich machen. Was sehr oft gebraucht wird, ist etwas, was schon von Hand relativ kompliziert werden könnte bei größeren Matrizen, nämlich die sogenannte transponierte Matrix. Also wenn ich eine Matrix habe, die 2 mal 3 ist, diese Matrix A, die ist also eine andere Matrix A hier offensichtlich, wenn ich die transponiere, dann kommt also eine Matrix raus, wo sozusagen Zeilen und Spalten ihre Plätze getauscht haben. Das ist so ein bisschen wie wenn wir früher in der ANOVA manchmal gesagt haben, wir müssen unsere Daten umstricken von einem langen Format auf ein horizontales Format. Das ist vielleicht was, was der einen oder dem anderen mal in der Datenanalyse auch schon begegnet ist. Das kann man quasi hier machen. Ihr seht, wie aus 6, 4, 24 der ersten Zeile hier die erste Spalte wird, 6, 4, 24. Man kann aber, glaube ich, auch gleich intuitiv akzeptieren, dass das dasselbe ist. Ja? Also eine Transponierung ist quasi etwas, was wir nur verwenden. Wir brauchen das gleich. Sobald wir nämlich Matrizen multiplizieren wollen, brauchen wir das, weil da müssen die Formate einfach passen. Ja? Und dann muss man das sozusagen passend machen. Und daraus ergibt sich die zentrale Rolle des Transponierens. Und natürlich kann ich es auch einfach zurücktransponieren. Also die Transponierte nochmal transponieren, dann muss wieder A rauskommen. Kann man mal machen, damit man sicherstellt, dass man keinen Fehler gemacht hat. So, zweiter von etwa 3,5 Slides zum Thema Matrixrechnung. Matrizen multiplizieren. Warum multiplizieren? Natürlich multiplizieren, weil wir in unseren linearen Modellen das gleich brauchen werden. Wir haben ja da, das habt ihr jetzt hoffentlich noch vor dem inneren Auge, es wird immer darum gehen, Regressoren, die irgendwo in Matrizen wohnen, mit Regressionsgewichten irgendwie zu multiplizieren. So, das werden wir gleich brauchen. Also müssen wir wissen, wie das halbwegs vonstatten geht. Wenn ich eine Matrix erstmal nur, also sagen wir mal, ich hätte, ja, können wir hier am Beispiel bleiben, ich habe eine ganz einfache Matrix mit nur 2x2 Einträgen, 2 Zeilen, 2 Spalten und die möchte ich mit einer Konstante hochskalieren oder runterskalieren, also mal 1,5 nehmen oder mal 3 oder in dem Fall mal 2 nehmen, dann ist es auch noch sehr simpel. Dann gehe ich einfach her und nehme jedes Element mal 2. So, auch kein Problem. Dann wird aus einer 4 eine 8 und aus einer minus 9 eine minus 18. Ein bisschen trickreicher, beziehungsweise man muss sagen, auf verschiedene Arten zu machen, kann ich es bei Vektoren machen. Das kennen viele von euch auch aus der Statistik. Wo spielte das eine Rolle? In Statistik 2, Dot Product. Wo habe ich euch damit belästigt, die in Lübeck studiert haben? Wo haben wir das gebraucht? Also eigentlich ist genau dasselbe Beispiel wie in Statistik 2. Ihr könnt euch die Werte angucken. An was erinnert euch sowas? Minus 1, 0, 1. Wo kam das mal vor? Die Statistik 2 Tutorinnen sind, dürfen sich auch zu Wort melden. Aber sie müssen auch nicht. Das sind zum Beispiel Kontraste. Bei den Kontrasten hat es eine Rolle gespielt. Weil wir gesagt haben, wenn wir einen Kontrast aufstellen über unsere Bedingungen, dann ist es wichtig, dass die Kontraste unabhängig, also voneinander sind. Und Unabhängigkeit ist heute unser großes Stichwort, nämlich also Orthogonalität, das sehen wir heute so richtig, warum das so heißt. Diese zwei Vektoren sind orthogonal dahingehend, dass wenn ich sie miteinander multipliziere, im sogenannten Skalarprodukt oder Dot Product, dann kommt da 0 raus. Wie mache ich das? Ich muss jedes Element an der gleichen Position eines Vektors nehmen, miteinander multiplizieren und dann, das ist also wiederum eine gewichtete Summe, ich gehe da durch, bilde Produkte und summiere die dann quasi. Und da kommt in dem Fall, könnt ihr euch überzeugen, 0 raus. Allerdings, darum geht es hier eigentlich, ich kann einen Vektor, der das Format
3 mal 1 hat, 3 Zeilen mal eine Spalte, nicht einfach mit einem anderen Vektor multiplizieren, der das Format hat, 3, 1. Das kann man vielleicht hier kurz hinschreiben. Also der eine Vektor V sieht so aus, ja, das nennen wir quasi 3 mal 1. Und der andere sieht auch so aus und hat auch das Format 3 mal 1. Um etwas, das die Hinführung für die Matrizenrechnung schon, um das multiplizieren zu können, mit dem Dot Product muss die sogenannte innere Dimension beim Multiplizieren, die muss übereinstimmen. Ja? Und das seht ihr jetzt hier schon, also das Innere, was ich hier meine, ist diese 1, so stelle ich mir das zumindest immer vor, die stößt jetzt auf diese 3. Das passt nicht. Aber was kann ich machen? Ich kann den einen Vektor transponieren und dann stimmt es wieder. Ich könnte also zum Beispiel sagen, mach doch, also V mal W, das geht irgendwie nicht. Das streiche ich sogar einfach mal durch. Das passt nicht von den Dimensionen. Aber V' mal W, wie wäre denn das? Das könnte vielleicht gehen, weil das hieße dann, ich habe was, was eigentlich 1 mal 3 ist und das multipliziere ich mit was, was 3 mal 1 ist. Und das gefällt uns. Das funktioniert, das innere Produkt funktioniert. Und dabei sieht man auch, warum das Dot Product von den beiden im Ende nur eine Zahl nur noch ist, nur ein Skalar, weil was übrig bleibt, ist etwas, das 1 mal 1 groß ist, nämlich eine Zahl. Okay? Worauf ich hier hinaus will, ja. Nee, genau nicht. Weil wir hatten ja gesagt, wenn wir transponieren, also minus 1, 2, minus 1, minus 1, 2, minus 1 ist die gleiche, der gleiche Inhalt. Also dann multipliziert man jetzt quasi die minus 1 mal die minus 1. Genau. Also macht man praktisch das Gleiche, aber es steht... Genau, genau. Aber jetzt geht's sozusagen, weil jetzt die Dimensionen passen. Also den können Sie mit dem multiplizieren, okay. Die können Sie nicht multiplizieren. Okay? Ja. Die innere Dimension stimmt aber. Ja genau, ich verstehe nicht, wo das übereinstimmt. Ja, dann warten Sie kurz auf die Matrix. Da sieht man es nämlich vielleicht besser. Wir schalten jetzt einen Gang hoch und multiplizieren nicht zwei Vektoren, sondern multiplizieren eine Matrix und einen Vektor. Oder in dem Fall, nee, Entschuldigung, zwei Matrizen machen wir sogar gleich. Und im Kern wird hier ebenfalls das Dot-Product verwendet, nur ist es jetzt ein bisschen mühsamer, die ganze Matrix sozusagen abzulatschen. Also man bricht jetzt sozusagen diese 2 mal 3 Matrix und diese 3 mal 2 Matrix, die kann ich multiplizieren, weil, schauen Sie mal, hier sozusagen die innere Dimensionen, die aneinander stoßen, die passen zueinander. Ja? Also 2 mal 3 passt zu 3 mal 2. Wenn ich das gleich multipliziere, fällt die innere sozusagen raus und es müsste etwas übrig bleiben, was 2 mal 2 ist. Ich bin, glaube ich, jetzt auch, merke gar, ich kann das vielleicht auch gar nicht so irre gut erklären, merke ich gerade, außer dass Sie es akzeptieren müssen, dass es nur so funktioniert, Matrixrechnung. Was ganz nett an dem Beispiel hier ist, das habe ich geklaut von einer Website für Schüler sozusagen, aber das ist genau das richtige Niveau, was für Matrixrechnung wir hier gerade brauchen. Und eben auch grafisch gut gemacht. Man sieht, dass es im Kern quasi die gleichen Dot-Products sind, die wir gerade mit Vektoren gemacht haben. Also die erste Zeile der einen Matrix wird sozusagen mit der anderen mit der ersten Spalte der anderen Matrix multipliziert. Das ist also der gleiche Trick, wie wir es da gemacht haben. Und dann kommt, also das ist ja quasi, man kann das sich sozusagen runterbrechen. Man kann sagen, hier habe ich wiederum eine 1 mal 3 mal eine 3 mal 1. Die Dreien, diese inneren Dimensionen, heben sich auf, es bleibt 1 mal 1 übrig, das ist diese Zahl, die geht in die obere linke Ecke hier. Ja? Und dann muss ich das eben aber so abgrasen, hier der zweite Fall ist auch noch gezeigt, dann nehme ich nämlich die erste Zeile mit der zweiten Spalte. Macht irgendwie Sinn, du willst ja alle, musst eben die ganzen Elemente abgrasen, sage ich mal. Ja? Du musst also 1, 2, 3 das Dot-Product bilden mit 8, 10, 12, also multiplizieren und summieren, dann kommt die 64 raus. Und so, man sieht schon, warum Matrixalgebra so richtig abgehoben hat mit der Einführung des Computers sozusagen. Ja? Ja. Nur für mich, ja. Das da steht ja jetzt 1,2,3. Heißt, man würde wirklich, aber also man würde jetzt. Das ist nur eine andere, das ist die, genau, die Schreibweise. Ich sage 1 mal 10 und 1 mal 12 und dann was 1 mal 8? Ja? Genau. Hier haben wir das. Nee, genau, es wird summiert dann.
Genauso wie Sie es hier gemacht haben. Denken Sie mal an dieses einfache Beispiel. Da haben Sie minus 1 mal minus 1 genommen, plus 0 mal 2, plus minus 1 mal minus 1. Und dann waren Sie fertig. Okay? Also Sie haben es genau richtig gesagt. Ja? Es wird quasi nicht jedes mit jedem Element, sondern der Vektoren werden miteinander verheiratet. Sie müssen es nie von Hand machen, auch nicht in meiner Klausur. Ja? Mir geht es darum, dass Sie das Grundprinzip kapiert haben. Also das Wichtigste ist tatsächlich das, was ich Ihnen einfach hier so sagen, wie Moses mit den Tafeln einfach nur hinhalte, dass ich sage, die inneren Dimensionen müssen übereinstimmen. Ja? Ihr müsst so das große Ganze dieser Matrizen sehen können. So, was haben wir denn dann noch? Also jetzt können wir Matrizen multiplizieren und wir haben kapiert, dass die innere Dimension passen muss. Also ist jetzt genau nicht unbedingt so, wenn sie natürlich gleich groß sind, wenn sie square sind zum Beispiel, also eine 2 mal 2, kann ich auch mit einer 2 mal 2 multiplizieren. Da stimmt die innere Dimension gerade. Aber, ein bisschen wichtiger, ich könnte eine 3 mal 5 mit einer 5 mal 116 Matrix multiplizieren. Dann käme eine 3 mal 116 Matrix dabei raus. Das schreibe ich sogar einmal hin, einfach nur, um euch zu schocken. Genau. Also ich habe eine Matrix, und das mache ich sogar gleich, weil wir ja lineares Modell machen. Ich mache eine Matrix X, die hat 116 Probandinnen und 5 Variablen verstecken sich da drin. Okay? Und dann habe ich noch einen, ach, was für ein Zufall, der heißt vielleicht Beta zum Beispiel, ein Vektor, der hat 5 mal 1. Wie kriege ich die beiden jetzt multipliziert? Ach so, steht ja schon da. Genau, ich kann also in dem Fall, Entschuldigung, malen, denken ist gleich schwer gleichzeitig. Also hier passt das innere Produkt. Was kommt da raus? Das ist ein lineares Modell. Seht ihr das vor eurem inneren Auge, wie ihr hier eure 5 Variablen, die ihr gemessen habt, 5 Fragebogen-Items, die stehen da jetzt so drin. Und noch ein fünftes. Und da stehen 5 Werte. Die kann ich jetzt multiplizieren, nach dem, was wir über Matrixmultiplikation wissen, weil das hier übereinstimmt. Check! Ja, und da kommt was raus, was 116 mal 1 lang ist. Und wie könnte ich das zum Beispiel nennen, was da rauskommt? Danke fürs Mitspielen. Vorhergesagte Y-Werte. Genau, das wäre ein schöner Name für das Ding. Genau. Das wäre also sozusagen ein elendlanger Vektor und der hätte die Dimension 116 mal 1. Ja? Und das hat sich jetzt einfach aus der Matrixmultiplikation ergeben. Und deshalb darf ich auch auf meinen Slides immer schreiben, x mal b. Das ist aber auch der Grund, da weiche ich jetzt vom Skript ab, das steht auch alles in den Folien irgendwann, aber das ist der Grund, warum ich x mal b schreibe und nicht, wie ihr vielleicht denkt, warum schreibt er denn nicht, oder x mal Beta, warum schreibt er denn nicht Beta mal x? Ja, das ist sozusagen, ich gehorche da der Form, der Matrixform des linearen Modells, wenn ich oft und üblicherweise x mal Beta schreibe, weil das eben passt oft oder so üblicherweise, wie die Daten organisiert sind, passt es hier. So, was noch wirklich wichtig ist, ist die Reihenfolge, es ist kleingedruckt, aber man sollte es mal gehört haben, die Reihenfolge, selbst wenn die Dimensionen passen würden, die Reihenfolge beim Matrixmultiplizieren ist nicht arbiträr. Also normalerweise ist ja 5 mal 2 das gleiche wie 2 mal 5, wenn wir nur mit Skalaren rechnen, so in der Schulmathematik. Aber wenn ich eine Matrix A habe und eine andere Matrix B, selbst wenn die Dimensionen stimmen, ist A mal B nicht das gleiche wie B mal A. Das kann vorkommen, es ist dann aber eine sehr spezielle Eigenschaft für einer dieser beiden Matrizen, dass das funktioniert. Ich habe es hier für euch einmal durchgezogen, habe quasi diese Matrix mit dieser Matrix multipliziert. Nicht mal das habe ich von Hand gemacht, ja, ich gestehe, ich habe es mit MATLAB gemacht. MATLAB heißt MATLAB, weil es Matrizenlabor sozusagen eigentlich heißt, die sozusagen geschaffen wurde, um mit Matrizen zu hantieren, komplett auf Matrizen basiert. Wenn ihr das macht, kommt A mal B. Das kannst du machen, das steht hier auch nochmal, warum mache ich A'B, also warum transponiere ich A, bevor ich multipliziere, weil die inneren Dimensionen passen müssen. Kann ich machen, dann kommt etwas raus, was 3 mal 3 groß ist, aber die Reihenfolge spielt also eine Rolle. Ihr seht natürlich schon, es stehen ähnliche Zahlen drin, also eigentlich die gleichen,
aber die Reihenfolge ist komplett anders. Also man würde sagen, das ist eine andere Matrix als diese. Ja? Und das muss man einfach akzeptieren. Das muss man wissen, dass bei der Matrixmultiplikation hier Obacht geboten ist, wer mit wem multipliziert wird. Genau. Eins noch, dann haben wir es geschafft. Matrizen invertieren. Danach können wir auch mal kurz Pause machen, bevor wir Geometrie machen. Ihr guckt schon so, ihr seid eigentlich schon wieder genug der Theorie vermutlich. Matrizen muss man invertieren können. Invertieren kann man sich einfach vorstellen, wie den, bei einer Zahl würde man sagen, den Kehrwert bilden. Ja, oder was man im Englischen reciprocal nennt. Hier oben ebenfalls von Math is Fun. Die 8 verhält sich, also sagen, wie die 8 sich zur 1 durch 8 verhält, also zum 1 Achtel verhält, nämlich reziprok rund um 1. Ja? Wenn ich sie multipliziere, kommt 1 raus. Stimmt, oder? 8 mal 1 Achtel gibt 1. Genauso muss ich, kann ich oft bei einer Matrix eine andere Matrix finden. Also die schreibt man dann auch a hoch minus 1. Also genauso wie 8 hoch minus 1 ja 1 Achtel ist, ja, so kann ich auch eine Matrix finden, die quasi meine Matrix hoch minus 1 ist. Und dann passiert was Interessantes, wenn ich die beiden nämlich, wenn ich die dann multipliziere miteinander, also die a hoch minus 1 und die a, dann kommt die sogenannte Identity Matrix raus. Die Identity Matrix habe ich hier kurz gezeigt. Eine Identity Matrix besteht nur aus Einsen auf der Diagonale und sonst aus Nullen. Das ist quasi die Matrix, das Matrix-Äquivalent zum Skalar 1. Ja? Also so wie 8 mal 1 Achtel gleich 1 ist, so ist also irgendeine invertierte Matrix mal derselben Matrix nicht invertiert, da kommt dann immer die Identity Matrix raus. Wie viele Einsen hat die? Oder also quasi was, die ist immer square logischerweise. Ja. Stimmt. Genau. Also eine Identity Matrix. In MATLAB schreibt man die lustigerweise auch einfach für die, die irgendwie mal mit Datenanalysen zu tun kriegen. Die würde man auch einfach so schreiben. Da würde man sagen, mach mal eine Identity Matrix. Nennen die in MATLAB, glaube ich, so Humor I einfach. Also weil es ja eigentlich I ist. 4 hieße quasi mit 4 mal 4, mit Kantenlänge 4 sozusagen. Oder, also ist immer quadratisch. Und ererbt ihre Dimensionen natürlich hier von A. Also, das ist sozusagen die Definition von einer Inverse. Man kann sagen, wenn du die Inverse von einer Matrix suchst, dann suchst du eine Matrix, die, wenn du dann A selbst damit multiplizierst, die Identity Matrix ergibt. Das Kleingedruckte ist leider, dass das nicht immer hinhaut sozusagen. Hier habe ich es euch mal gezeigt, wie es geht, aber das machen wir nie von Hand. Deshalb ist es auch gleich hier unter der kriminell kurzen Einführung auch noch sogar gestrichelt. Mir ist das eigentlich Wichtige, dass ihr wisst, und das hat sehr viel praktische Relevanz für uns in der Datenanalyse, ich kann diese Inverse nicht immer finden. Wir sehen gleich, wenn wir das Ganze aufs lineare Modell hin angucken, dass wir an einer Stelle mal invertieren müssen, um die Regressionsgewichte auszurechnen. Und wenn das nicht geht, dann haben wir ein Problem. Man verwendet üblicherweise eine Art Schnellfassung, kann man sagen, so eine Art Schnellverfahren zum Invertieren von Matrizen. Das sind die sogenannten Pseudo-Inversen, nach Roger Penrose benannt. Die Pseudo-Inverse, die lässt sich manchmal nicht bilden. Und zum Beispiel ist es der Fall, wenn unsere Regressoren extrem multikollinear sind. Multikollinearität, auch so ein Stichwort aus Statistik 2, haben wir damals auch nur zur Kenntnis genommen, dass es irgendwie böse ist oder schlecht oder vermieden werden sollte. Hier haben wir jetzt einen ersten ganz, ganz handfesten Grund, warum Multikollinearität ein Problem ist. Ich kann meine Regressorenmatrix nicht mehr invertieren. Ich kann die Inverse nicht mehr finden. Und also ein rein numerisches Problem sozusagen. Und dann stehe ich da und kriege keine Lösung. Dann kriege ich eine rote Zeile in R oder in MATLAB. Da steht dann irgendwas von Matrix is nearly singular oder sowas. Das ist eine typische Warnung, die man dann bekommt. Also, hier nochmal auf einen Blick, dann machen wir eine kurze Verschnaufpause. Das lineare Modell, man könnte sagen, in unserer Version 2. Das ist die matrixalgebraische Schreibweise des linearen Modells. Die Daten, die wir erhoben haben, üblicherweise, bevor wir so richtig multivariat werden in ein paar Wochen, für jetzt noch eine Variable, sprich ein Vektor mit dem Format n mal 1. Unsere Regressoren, hier mal ganz, ganz einfach gezeigt, ein eigentlicher Regressor x, der uns interessiert,
Und dann noch vorne so eine Spalte mit Einsen. Was hat es mit der Spalte mit Einsen wohl auf sich? Wofür dienen die? Warum habe ich hier Einsen reingeschrieben? Das hat mit unserem Gastauftritt vom Anfang der Vorlesung zu tun, ja? Genau. Ich mache hier also einen Trick. Ich multipliziere mir hier den y-Achsenabschnitt so. Hol mir den rein quasi. Aber da er konstant ist, wenn ich da, hier habe ich ihn auch mit drin, sehen wir gleich, ja, in meinen Betas habe ich ihn mit drin. Aber ich möchte natürlich, dass er konstant ist, also setze ich hier einfach überall eine 1. Und in der Matrixmultiplikation gleich wird sich sozusagen das hier jeweils mit der 1 multiplizieren und wird dann hier für jeden den selben Wert, nämlich genau den produzieren. Ja. Wieso 1? Ja, vielleicht sehen Sie es auf dem nächsten Slide gleich besser, weil ich eben genau den Wert da drin haben möchte. Ich schreibe da nicht 2 hin, dann hätte ich nämlich für jeden ja zweimal den y-Achsenabschnitt. Der y-Achsenabschnitt ist eine Konstante, richtig? Das ist auch in unserer üblichen Schreibweise, also a plus b mal x oder Beta 0 plus Beta 1 mal x. Und da das ja also nicht von x abhängt, heißt es konstant, möchte ich immer den gleichen Wert bei jedem. Wenn ich die Vorhersage gleich mache, immer den gleichen Wert drauf addieren. Und das mache ich sehr elegant, indem ich hier einfach eine Reihe von 1 nehme. Eine Reihe von Nullen wäre auch nicht cool, weil dann würde ich sozusagen, dann würde ich den y-Achsenabschnitt für jeden canceln oder auf 0 setzen. Das will ich ja nicht. Ja? Kann ich nicht, also, aber den weiß ich nicht, den y-Achsenabschnitt, oder kann ich den nicht mehr rausfinden? Doch, doch, also wir machen gerade nur Mathematik, wir wissen das alles. Wir kennen Beta 0, wir kennen Beta 1. Wir schätzen gerade nicht, wir kennen das. Das ist eine Zahl, da können Sie auch 5 und 7 hinschreiben oder sowas. Ja? Frage? Nein, doch nicht. Alles klar. Gut. Wenn ich das mache, mache ich das, was wir gerade von Hand schon gemacht haben. Ich kann, würde mir hoffentlich übereinstimmen, eine n mal k Matrix mit einem k mal 1 Vektor multiplizieren, weil die inneren Dimensionen passen. Ja? Das ist gerade das, was wir hier von Hand kurz gemacht haben zusammen. Da kommt ein n mal 1 Vektor raus. Nämlich dieses Y-Hut. Ja. Und hier ist es jetzt nur mal aufgeschrieben, wenn ich die beiden multipliziere, mein lineares Modell, x mal Beta nehme, dann gibt es eine neue Matrix, x mal Beta, und die besteht sozusagen nur aus einem Vektor, aber jeder Eintrag dieses Vektors, also jedes Y-Hut, ist eine Addition aus den beiden sozusagen. Die werden quasi multipliziert und dann da eingesetzt. Wupf, hier kommt dieser Vektor raus, y-Hut. Und was passiert mit dem Fehler, den wir machen? Welche Dimensionalität, um sich vornehm auszudrücken, hat der Fehler? Der Fehler ist ja quasi für jede Beobachtung ein Vektor y minus einen Vektor genau der gleichen Dimension, n minus 1. Da gilt wieder der erste Slide von der Matrixrechnung. Dinge, die genau gleiche Dimension haben, kann ich addieren und subtrahieren. Das ist überhaupt kein Problem. Also kann ich einfach diesen Vektor in einem Befehl, mit einem Minuszeichen sozusagen, von diesem Vektor abziehen. Es geht quasi auch in einem Durchgang. Und es kommt ein neuer Vektor raus. Das sieht jetzt zwar hier so breit aus, aber de facto ist es ja eine Zahl. Ja, da resultiert also eine Zahl für den ersten Proband, eine Zahl für den zweiten bis zum n-ten Proband. Entschuldigung, es müsste n heißen hier unten, nicht 3. Und hier auch n, schwerer Fehler. Also nicht schwer, aber kleiner Fehler. So, wir atmen mal kurz durch, bei aller Liebe. Wir haben auch nur noch eine halbe Stunde Zeit. Das ist schon wieder, wir sind verheerend hinterher, aber macht ja nichts. Kurze Lockerung, bevor wir über das Ganze, also wir haben mit den Vektoren, Matrizen jetzt schon schön vorgelegt, bevor wir uns das Ganze kurz geometrisch angucken. Jetzt wäre ein Schluck Wasser. Okay, das Tape rollt wieder. Ich würde mal versuchen weiterzumachen. Achtung, jetzt kommt noch was ganz Abgefahrenes. Meine absolute Lieblingsstelle in den multivariaten Statistik. Müsst ihr mir auch mal sagen, eigentlich hätte ich euch das im Bachelor schon erzählen sollen. Es ist so großartig. Und zwar, wenn wir
einen Scatterplot machen mit zwei Dimensionen, mit zwei Variablen, dann machen wir ja eigentlich so eine Art Geometrie, wenn man so will. Wir zeichnen sozusagen ja Achsen irgendwie und die kann man sich ja so vorstellen wie Dimensionen sozusagen. Ja, man kann ja sagen, ich habe eine Variable x gemessen und eine Variable y. Und wenn du jetzt also die Körpergröße 168 und die Schuhgröße 38 hast, dann bist du ein Punkt in einem Raum, damit sozusagen. Ein sehr primitiver Raum, ein zweidimensionaler Raum, und in dem Raum kann ich dich einzeichnen mit deinem Punkt. Ich selber fand es immer lustig zu sagen, ich bin, als ich zum ersten Mal in der Faktorenanalyse, in der differentiellen Psychologie im Studium von den Big Five gehört habe zum Beispiel, da dachte ich, ach, ist ja lustig. Was Big Five eigentlich macht, ist, es bildet mich ab in einem Raum, der wie viele Dimensionen hat? 5, könnte man sagen, ja? Und zwar sozusagen, wir werden ja, das macht differenzielle Psychologie, es setzt mich irgendwie in so einen fünfdimensionalen Raum. Es sagt, ach so, du bist ja wahrscheinlich eher extravertiert und bist ja auch eher offen und ja, vielleicht machst du dir ein bisschen Sorgen und irgendwie bist du ein bisschen weniger verlässlicher als andere und was gibt's noch, was habe ich vergessen? Agreeableness, genau. Du bist auch noch irgendwie so, machst keinen Ärger. Okay, damit habe ich eine Art Adresse in diesem fünfdimensionalen Raum. So, können wir uns einen fünfdimensionalen Raum vorstellen? Nein. Ist es schlimm? Nein. Ist komplett egal, weil wir schon uns trotzdem einigen können, Achtung, euklidische Distanz, ich wohne irgendwo in diesem fünfdimensionalen Raum. Noch das schon mal an der Stelle zeigen. Eine Sekunde, zeige euch das nur nebenher, damit wir das Gleiche sehen. Also ich wohne irgendwo in diesem fünfdimensionalen Raum und Sie, die mich gerade so nett angenickt haben, so ermutigend bei diesem Beispiel, Sie wohnen auch in diesem fünfdimensionalen Raum, aber woanders, richtig? Und jeder wohnt irgendwo in diesem Raum. Und das Tolle ist, es ist komplett egal erstmal, dass der fünfdimensional ist. Wir können den Abstand zwischeneinander ermitteln. Wir können sagen, wie ähnlich oder unähnlich sind wir beide uns eigentlich in diesem Raum, indem wir eine Art euklidische Distanz machen. Ja, also wieder. Das ist übrigens schon wieder eine gewichtete Summe. Ich gehe zu jedem Punkt, gucke, wie weit ist er von dem anderen Punkt weg, mache das in jeder Dimension und kann so einen Abstand ermitteln in einem hochdimensionalen Raum. Um das zu wissen, und das ist multivariate Statistik in Aktion, ist also die Fünfdimensionalität, die ist schon wichtig, aber ich muss sie nicht irgendwie mir vorstellen können, um zu akzeptieren, zwei Beobachtungen sind sich ähnlicher als zwei andere zum Beispiel. Und vielleicht noch letzter Gedanke. Meine Adresse in diesem Big Five-Raum ist ein Vektor, richtig? Ich kann sagen, Neo-Arc irgendwie, oder wie ihr die fünf, die Big Five euch gemerkt habt, das sind fünf Werte, die kann ich in einen Row- oder Column-Vektor schreiben, das sind die fünf Werte. So, der Trick ist jetzt folgender. Wir können, das ist so eine typische Vorstellung, wie wir uns unsere Welt und der Psychologie so vorstellen. Die Variablen oder Faktoren oder latenten Konstrukte, die sind der Raum und die Beobachtungen wohnen in dem Raum. Und jetzt kommt der eigentliche Effekt, ja. Ich kann nämlich sagen, ich kann es eigentlich auch umdrehen und könnte stattdessen, das war der sogenannte Variable Space, über den brauchen wir gar nicht viel reden, den kennen wir eigentlich. Ich könnte es aber auch umdrehen. Und könnte sagen, ich baue einen Subject Space. Das ist sehr psychologisch, man sollte es vielleicht eher einen Observation Space nennen oder Units of Measurement Space. Aber bleiben wir ruhig bei dem Thema, was wir kennen, nämlich menschlichen Subjects oder menschlichen Probandinnen und Probanden. Ein Probandenraum sozusagen. Wir könnten sagen, du bist kein Punkt in einem Raum, den die Variablen aufspannen, sondern da du ja komplett unabhängig bist von der anderen Probandin, und ihr zwei wiederum komplett unabhängig von der dritten Probandin und die alle unabhängig von der vierten und die 300. Probandin kommt auch unabhängig zur Tür reinmarschiert, kann ich sagen, die 300 Probandinnen spannen einen 300-dimensionalen Raum auf. Oder die 15 Probandinnen, wenn es eben nur 15 sind, einen 15-dimensionalen Raum. Was ich euch nahelegen will, ist, dass wir die exakt selbe Information da drin repräsentieren können. Wir könnten jetzt sagen, wir machen in diesen Raum einen Vektor rein, zum Beispiel für die Extraversion. Wir gucken also, gehen auf der ersten Achse, das ist der erste Proband, ein bisschen rüber, und zwar so weit, wie extravertiert der eben ist. Auf der zweiten Achse,
Die zweite Probandin gehen wir auch so weit, wie die extravertiert ist. Und die dritte und die vierte bis zur n-ten Probandin, bis zur n-ten Dimension dieses Raumes. Und was passiert? Wir haben einen Vektor in diesem Raum, unsere 300 Extraversionseinträge, die sind auch ein Vektor, aber in was für einem Raum? In einem Raum, den die Probandinnen und Probanden aufspannen, im sogenannten Subject Space. Und das ist cool, weil jetzt kann ich sagen, meine Variable x ist ein Vektor in diesem Raum und meine andere Variable, die ich noch gemessen habe, y und meine fünf anderen Eigenschaften, die sind alle Vektoren in einem Raum und stehen da so. Ich habe jetzt gerade wirklich keinerlei Informationen dazu gewonnen oder verschenkt. Ich habe nur transformiert. Das ist eigentlich auch eine Matrix-Operation. Ich habe sozusagen, bin aus dem einen Raum umgezogen in den anderen Raum. Hier jetzt mal, damit man sich es vorstellen kann, nur drei Probandinnen und zwei Variablen. Aber eigentlich könnten das eben auch 300 Variablen sein. Und wenn ihr sagt, 300 kann ich mir nicht vorstellen, gilt das Gleiche wie vorhin. Es ist egal, ob der Raum 300-dimensional ist, um sich, und das machen wir in der Multivariatenstatistik, die Ähnlichkeit zwischen Variablen anzuschauen. Ja? Also, es wird ja darum gehen, wie weit ist die Spitze dieses x-Vektors weg von dieser Spitze des y-Vektors. Wie ähnlich sind sich zwei Variablen? Und da mache ich jetzt einen ganz weiten Vorgriff über die Details hinweg. Wenn zwei Variablen das Gleiche messen, na dann wird, also wenn die Variable y fast das Gleiche ist wie x, mit ganz leichter Abweichung, wo wird dann y liegen? Dann wird in so einem hochdimensionalen Raum y natürlich, da wirst du genau da rauskommen, wo du auch mit x rausgekommen bist, weil jeder Proband fast denselben Wert beigetragen hat. Du hättest dann also eine Situation, wo die quasi komplett in die gleiche Richtung zeigen. Je stärker sie in dieselbe Richtung zeigen, umso mehr messen sie dasselbe, umso mehr sind sie dasselbe, wenn sie einfach, man kann auch an der Stelle ruhig schon mal sagen, perfekt kolinear sind. Also wenn ich zum Beispiel Körpertemperatur in Celsius und Körpertemperatur in Fahrenheit bei 300 Leuten gemessen habe, das ist perfekt kolinear zueinander. Das heißt, in so einer vektoriellen Darstellung heißt es, die Variablen sind das Gleiche, liegen perfekt aufeinander. Und die nächsten Slides würde ich fast ein bisschen überspringen und euch sozusagen ins Selbststudium zurückgeben, weil das sozusagen das, was hier ist, in dem Wickens-Buch nochmal sehr schön gezeigt ist und zweitens auch wirklich jetzt nur Schulmathematik ist. Aber es geht hier nur darum zu sagen, generell eine vektorielle Darstellung, die ist echt nützlich für uns, wegen verschiedenen Eigenschaften. Erstens, so eine Translation von einem Vektor ist exakt dasselbe. Dieser Vektor und dieser Vektor messen exakt dieselbe Information. Die sind nur sozusagen durch einen konstanten Wert versetzt, aber wir hätten hier die genau gleiche Information gebunkert sozusagen. Ich kann Vektoren, das haben wir vorher als lineare Algebra gemacht, jetzt machen wir es geometrisch, ich kann Vektoren voneinander abziehen oder zueinander addieren, richtig? Ich kann quasi, wie mache ich das nochmal? Ich habe einen Vektor A und einen Vektor B. Wie addiere ich Vektoren? Geometrisch puzzelt man sozusagen tankrammäßig den einen Vektor ans Ende des anderen Vektors dran. Wenn das geht, daran sieht man schon, dass es also die gleiche Information drin ist. Der hat ja quasi andere Koordinaten, aber er repräsentiert die genau gleiche Information. Ich kann ihn da also dran setzen und bekomme dann einen resultierenden Vektor C. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Genauso kann ich ihn abziehen. Ich kann sagen A minus B, ergibt natürlich eine andere resultierende, aber bringt mich eben auch zu einem Punkt in dem Raum. Das heißt, auf das gewendet, was wir hier so machen in der Statistik, wenn wir zum Beispiel zwei Items gemessen haben, dann war jedes dieser Items ein Vektor in einem hochdimensionalen Raum, den die Probanden aufspannen im Subject Space. Wenn ich eine Summe dieser beiden Items mache, weil ich einen Summenscore bilde, dann ist das eben ein neuer Vektor in diesem Raum. Ja? Das wäre einfach die Addition. Super wichtig für die Regression ist diese Operation. Was heißt es denn, einen Vektor zu multiplizieren mit einem Skalar? Warum heißt es Skalar? Er skaliert die Variable. Die Variable a mit dem Gewicht 2 multipliziert, führt zu einem neuen Vektor c. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr wichtig. Dieser Vektor liegt exakt genauso in diesem Raum.
Ja, da hat sich nichts verändert. Das heißt auch, der beschreibt genau die gleichen Verhältnisse zwischen den Probanden. Der ist eben nur länger irgendwie. Ja, da wurde nur mal 2 genommen. Aber wenn man sich quasi, da müsst ihr jetzt auch noch mitgehen, das brauchen wir nachher auch nochmal das Konzept, so ein Vektor, der ist quasi auch so ein eigener Raum, wenn man so will. Der ist so ein eindimensionaler Raum. Wir haben so einen hochdimensionalen Raum, da liegt ein Vektor drin. Und der Vektor, den kann man sich so vorstellen wie so eine Schiene quasi, auf der der liegt. Ja. Das ist auch ein Raum, ein sogenannter Subraum, ein ganz simpler, nämlich ein eindimensionaler Raum. Und den Vektor kann ich auf dieser, den kann ich da verlängern oder verkürzen. Das ändert irgendwie an der Information nichts. Und ich muss gucken, ob ich das hier schon vorwegnehme. Ach, ich nehme es schon mal vorweg. Ich sage es euch einfach, es lässt sich zeigen, dass die Länge dieses Vektors ziemlich genau der Standardabweichung in unserer Variable entspricht. Das kann man sich an diesem einfachen Beispiel vielleicht sogar ganz schön vorstellen. Wenn ihr einfach so Grundlagenstatistik, wenn ihr eine Variable habt und ihr nehmt alle Werte mal 2, was passiert mit der Standardabweichung, wenn ihr die ausrechnet, oder der Varianz? Die wird auch größer, richtig? Also weil sozusagen, wenn ihr alles mal 2 nehmt, die große Werte hatten in der Variable, sind jetzt größer. Die negative Werte hatten in der Variable, die werden noch negativer. Also sozusagen wird die Varianz auch größer. Kennen wir auch, gibt es so eine Rechenformel dafür. Und das Gleiche passiert hier, oder anders gesagt, was würde denn passieren, wenn alle, das ist eine ganz interessante Idee, bleiben wir bei unserem Beispiel, wir messen Extraversion in 30, 40 Leuten. Und stellen uns das als einen Vektor vor. Wie lang ist denn so ein Vektor, wenn wir alle denselben Extraversionswert hätten? Also ich habe den Extraversionswert 27 und Messfehler, sie auch, sie auch, sie auch, sie auch, sie auch. Da stehen nur 7, dann ist der Vektor wie lang? 30 mal. Ja, nee. Also 30-dimensionaler Raum. Vektor heißt ja sozusagen, geh jetzt, ja? Der ist 0. Der sitzt an dem Punkt 30, 30, 30, 30, 30. Das ist die Adresse, wo der sitzt. Aber der hat keine Ausdehnung. Der hat keine Länge. Weil du bei jeder Dimension kriegst du das Kommando, geh mal zu 30, geh mal zu 30, geh mal zu 30. Da landest du bei einem Punkt. Das heißt, was heißt es? Wenn eine Variable keine Streuung hat, die wir messen, dann hat deren Vektor keine Länge. Also damit können wir nicht arbeiten. Damit können wir aber nie arbeiten in der Statistik. Wir brauchen immer Streuung. Und das können wir jetzt einfach mal akzeptieren. Die Länge von so einem Vektor entspricht der Standardabweichung. Also bis auf einen konstanten Faktor n-1, Wurzel aus n-1 oder so, spielt aber überhaupt keine Rolle, weil wir immer gleich viele, in allen Variablen gleich viele Beobachtungen haben. Lustiger ist dann aber noch die z-standardisierte Variable. Kennt ihr noch z-Standardisierung? Wir teilen durch die Standardabweichung. Also Mittelwert abziehen, zentriert ist es sowieso alles, aber dann noch durch die Standardabweichung teilen. Und das ist ganz interessant, weil man dann fragen kann, wie lang ist denn ein Vektor, der z-standardisiert ist? Der ist dann wie lang? 1. Und das heißt auch, alles, was wir ab jetzt geometrisch besprechen, wenn alle Variablen z-standardisiert sind, dann kann man sich das vorstellen, wie so, dann geht es wirklich nur noch. Dann geht es nur noch um, also wenn ich sage, das ist ein Vektor im Raum, der heißt x, und den z transformiere ich jetzt, mache sozusagen x minus, also minus den Mittelwert, und teile den durch die Standardabweichung von x, dann kommt sozusagen, sage ich jetzt mal, ein neuer Vektor raus, z. Dann kann ich sagen, dieser z, der ist quasi, was immer 1 ist, nur noch 1 lang, ja. Was soll ich machen? Nee, ich dachte, Sie schreiben Z ist nicht weiter. Deswegen. Nee, da steht nur Z. Entschuldigung. Ja, ich kann das, kann ich da machen. Ich könnte jetzt dieses Fenster, ist alles gut. Ich schreibe da nichts mehr hin, versprochen. Nie wieder. Länge gleich 1, weil Standardabweichung gleich 1 ist, die neue. Ja? Oh, ich habe doch wieder was hingeschrieben. Entschuldigung. Wenn wir das Gleiche mit einer Variable y machen und mit einer Variable w und mit einer Variable u, dann könnt ihr euch schon vorstellen, wie das so ein ganz nettes Spielchen wird. Da liegen dann irgendwelche Variablen hier und wir können uns komplett darauf konzentrieren, uns zu fragen,
Wie liegen die zueinander? Wie ähnlich sind die einander? Und wenn ich jetzt noch diese Ähnlichkeit ein bisschen beziffern will, dann werde ich noch relativ schnell über den Winkel zwischen zwei Variablen sprechen, weil das mir sozusagen ausdrückt, zeigen die genau in die gleiche Richtung, messen die genau das gleiche Zeug eigentlich, plus minus, oder sind die ganz anders? Und ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht so mitgeschnitten, aber ich glaube, euch habe ich in Statistik 1 sogar mal im Wahn irgendwie ein kurzes Video dazu gemacht oder sowas, wie man sich Korrelation und Kovarianz so vektoriell vorstellen kann. Und da sind wir jetzt nämlich genau bei diesem Thema angekommen, dass wir sagen können, wenn ich so eine Art Produkt von zwei Vektoren mache, das ist hier nochmal gezeigt, wenn ich das ist genau dieses Dot-Product, über das wir vorher bei Vektoren und Matrizen gesprochen hatten, also in der Algebra. Das ist in der Geometrie natürlich genau das Gleiche, dass ich sage, wenn ich die beiden multipliziere, was mache ich dann eigentlich? Ich nehme den Betrag, also was ist der Betrag? Das ist die Länge dieses Vektors. Wir können auch sagen, das sind die Standardabweichungen dieses Vektors. In dem Fall wäre zum Beispiel A hat eine größere Standardabweichung als B, seht ihr das? Die werden multipliziert. Und mit was werden die multipliziert? Ich muss noch beachten, wie ist der Winkel zwischen den beiden. Genauer gesagt, was ist der Kosinus dieses Winkels? Und daraus ergibt sich der resultierende Vektor. In meiner unendlichen didaktischen Begabung habe ich den gar nicht reingemalt, den resultierenden Vektor hier. Den müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen. Worum es mir allerdings hier eigentlich geht, ist nämlich das hier. Dieser Zusatz, der Kosinus des Winkels, darin versteckt sich eigentlich die Kovarianz sozusagen oder die Korrelation eigentlich schon. Das wird einfach die Korrelation, wenn die beiden gleich 1 sind, wenn die Standardabweichungen 1 sind, wenn es nur noch um den Winkel geht, weil die Längen keine Rolle mehr spielen, dann fällt das weg. Und dann reden wir hier nur noch über den Kosinus des Winkels. Und was ist der Kosinus von 90 Grad? Der Kosinus von 90 Grad, dazu gibt es, glaube ich, auch nachher noch eine Abbildung. Die können wir uns hier aber auch einfach sparen. Der Kosinus von 90 Grad ist 0, ja? Während der Kosinus von 0 Grad 1 ist. Das ist ja der Gag am Kosinus, dass der sozusagen bei 0, sieht man das? Ja, nicht so richtig. Dass der bei 0, 1 ist und bei 90 Grad wird er dann 0. Und bei 180 Grad ist er wieder 1. Das war der Kosinus. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Das ist genau andersrum wie der Sinus. Ja? Also um 90 Grad ist der doch verschoben, oder? Ich will keinen Quatsch erzählen. Der Sinus müsste dann so gehen, oder? Stimmt das? Irgendwie so. Oh Gott, kein Sinus einmal. Aber das ist der Kosinus. Und der Kosinus ist also hier entscheidend darüber, dass wir sagen, und jetzt haben wir nochmal eine neue Definition oder des alten Begriffs orthogonal. Wir sprechen immer so vornehm davon, wenn zwei Variablen nichts miteinander zu tun haben, dann heißt es eigentlich, sie sind orthogonal zueinander in einem Raum. Wenn ich also sage, diese beiden Variablen, wenn das meine, ich nenne die jetzt bewusst mal U und diese Variable nenne ich W, das ist jetzt kein Scatterplot, sondern die sitzen in einem hochdimensionalen Raum, also hier sage ich mal n-dimensionaler Raum oder auch Subject Space genannt. Ja. Wenn zwei Variablen da so drin sitzen, dann weiß ich schon und kann das einfach ausrechnen. Ich kann gucken, was haben die gemeinsam, was ist der resultierende Vektor. Da könnt ihr euer Dot-Product machen und da werdet ihr herausfinden, da gibt es keinen resultierenden Vektor. Also es gibt einen, aber der hat die Länge 0. Ja, der hat keine Ausdehnung. Und entsprechend, wenn zwei Vektoren extrem ähnlich sind, sagen wir mal der hier, das wäre jetzt, nenne ich mal Z, da ist der Winkel hier extrem klein zwischen dem U und dem Z und entsprechend heißt es, die messen fast dasselbe und entsprechend heißt es, die haben eine irre hohe Korrelation. Der Kosinus dieses Winkels ist relativ groß. Genau, das war so im ganz harten Schnelldurchlauf die Vorstellung, die war jetzt super wichtig und zentral zu sagen, ich kann mir Variablen als Vektoren in einem hochdimensionalen, nämlich n-dimensionalen Raum erstmal vorstellen. Und hier auf den Slides seht ihr nochmal so diese Transformation, also zu sagen, ich gehe von einem typischen Scatterplot, was eigentlich ein Variable Space ist, wenn man so will, rüber in einen Subject Space und ich kann mich hier nochmal an diesem Beispiel überzeugen, dass ich die exakt selbe Information habe. Hier nochmal
Variable Space, also XY und hier dann Subject Space. Allerdings, nee, Entschuldigung, immer noch Variable Space. Hier wird die Variable jetzt zentriert. Das heißt, wir nehmen den Mittelwert, einen neuen Mittelwert 0 und zentrieren uns das alles sozusagen rund um den Ursprung dieses Raumes. Aber die Information bleibt exakt dieselbe. Jetzt habe ich noch 5 Minuten und Sie dürfen erstmal Ihre Frage stellen. Gehen wir mal irgendwo, hier waren wir gerade. Ja, was Sie eben angezeigt ja. haben, wenn wir das standardisieren, auch das nicht mehr da. Das 1 ist. Genau. Das bräuchten wir nicht, weil uns ja nur der Winkel ist. Genau, genau. Also das machen wir ja bei der Korrelation. Wissen Sie noch, dass wir bei der Korrelation gehen wir doch her und nehmen eine Kovarianz und teilen die durch Standardabweichungen. Und wenn alles Z standardisiert ist, fällt dieser Term ja immer weg, weil das ist dann durch 1 mal 1 quasi. Und so ähnlich, und jetzt sehen wir das hier auch nochmal geometrisch, was das heißt. Die Länge der Vektoren spielt dann einfach keine Rolle mehr. Ja, weil wir ja nur den Winkel haben. Genau, genau. Ja. Richtig. Ja. Entschuldigung, gerne. Ich habe nicht ganz verstanden. Wenn U und Z jetzt einen geringen Winkel haben, dann korrelieren sie. Genau, also stellen Sie sich das bitte immer ein Beispiel hier, und zwar gerne der mit dem Big Five. Also Sie brauchen also das eine Bild dafür, warum das der Fall ist. Also das eine Level des Verständnisses ist zu sagen, wenn der Winkel klein ist, ist die Korrelation hoch. Aber warum das so ist, das ist das tiefere Verständnis. Und da würde ich Sie gern haben im Laufe der Zeit, dass Sie sagen, naja, das ist sozusagen dieselbe Information, die da eingeht. Wenn ich in einem hochdimensionalen Raum am selben Punkt rauskomme, oder fast am selben Punkt, dann habe ich also was sehr, sehr Ähnliches gemacht. Dann hat jeder Proband einen ähnlichen Wert beigetragen quasi. Ja? Und ich meine, die 5 Minuten kann ich jetzt so oder so verwenden. Ich glaube, ich würde euch fast keine... Ich habe noch sehr viele Informationen, aber wir verwenden diese geometrische Idee natürlich weiter. Ich belästige euch damit, weil ich glaube, dass sie sehr, sehr nützlich sein wird, die Beziehung zwischen Variablen besser zu verstehen. Und deshalb werden wir das auch weitermachen. Und deshalb fange ich, glaube ich, nächstes Mal mit diesem relativ komplexen Konzept der Freiheitsgrade nochmal an. Ich lasse das hier schon drin. Wer will, kann das mal angucken in Vorbereitung für nächstes Mal. Freiheitsgrade ist sowas, ich konnte Freiheitsgrade ehrlich gesagt nie wirklich erklären. Wenn du es geometrisch betrachtest, macht es auf einmal irre viel Sinn. Zum Beispiel war das Zentrieren eine Operation, bei der wir einfach einen Freiheitsgrad gerade verloren haben. Aber das können wir nächstes Mal machen. Ich glaube, das reicht für heute wirklich. Ich höre eigentlich damit auf, dass ich euch diesen Slide zeige. Achtung, eine Sekunde. Welcher ist es? Der hier. Nein, der auch nicht. Wo ist er denn? Hab ich den übersprungen? Der hier. Genau, mit dem möchte ich aufhören. Wir können jetzt im Folgenden mit diesen 3 Zugangsweisen sozusagen uns angucken, dass wir sagen, naja, wie haben wir denn früher in Statistik 2 das Regressionsgewicht bekommen? Da gab es irgendwelche gaußschen normalen Gleichungen, die hat der Psychologieprofessor natürlich auch nie erklärt, aber der hat gesagt, die gibt's. Und mit denen können wir zeigen, dass Beta eigentlich sowas ist wie die Kovarianz zwischen X und Y geteilt durch die Varianz in X. Heute, per Matrixalgebra, können wir jetzt sagen, eigentlich ist das der gleiche Ausdruck, indem du sagst, x mal y, das ist sowas wie die Kovarianz, und das teilst du durch die Varianz in x. Teilen können wir mit Matrizen aber nicht, aber wir können Inverse von Matrizen bilden. Wir können also 1 durch eine Matrix machen, und das macht das hier. Nimm x mal sich selber, das ist so eine Art x Quadrat quasi, und das nennt man auch die Varianz-Kovarianz-Matrix von x, von unseren Regressoren, und die muss eben invertierbar sein und die wird dann hier invertiert und dann wird das Ganze mit so einer Art Kovarianzmatrix aus x und y multipliziert. Das ist der sehr berühmte Einzeiler, mit dem man alle Arten von Regressionen durchführen kann, auf Knopfdruck sozusagen, quasi von Hand, wenn man es kann. Und jetzt haben wir noch eine 3. Art gesehen, das werden wir nächstes Mal aber noch besser motivieren, das ist jetzt wirklich mehr so ein Preview hier, die genau gleiche Ausdruck, nämlich Kovarianz zwischen 2 Vektoren ergibt sich aus dem Produkt der beiden Vektoren, das habe ich gerade am Schluss gesagt, geteilt durch die quadrierte Vektorlänge von x sozusagen. 3 Arten auf das genau gleiche Problem zuzugehen quasi. Und damit kann man sich sozusagen abfeiern, dass man sagt, man hat in den 45 Minuten keinen Beweis geliefert, aber ist trotzdem sehr stolz drauf. Und ihr geht hoffentlich heute nach Hause und könnt sagen, okay, es gibt ganz verschiedene Zugänge, lineare Algebra, Geometrie, die beide untereinander natürlich extrem verwandt sind. Deshalb kann man wirklich sagen, it's all the same. Und die Darstellung, die wir im Grundstudium gelernt haben, die Kleinstquadrate-Abweichung,
die steckt hier überall auch dahinter. Wir können nächstes Mal dann auch sehen, warum eigentlich der Fehler, wie wir ihn in unserem linearen Modell machen, der kleinste Fehler ist und warum er die kleinste Ausdehnung im Raum hat und damit die kleinste Quadratabweichung. Danke, dass ihr mitgeritten seid durch diese Wüste, durch diese der Theorie. Vielleicht fällt mir für nächstes Mal auch wieder ein Beispiel ein. Schönen Tag euch. Ciao.